Ich grüße dich und jetzt geht's weiter mit einem weiteren Diablo 4 Video und wer hätte es gedacht, wieder mit dem Druiden. Aber wie ihr jetzt gerade gesehen habt, habe ich diesmal ein Bild für euch, der es echt in sich hat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher Bild bzw. welcher Charakter jetzt am schnellsten einen Speedrun hinlegen kann. Ist es der Jäger, ist es der Druide oder vielleicht doch der Barbar? Da bin ich mir nicht ziemlich sicher. Daher schreibt das mal in den Kommentaren. Aber ich finde, dafür, dass ich ein Druide spiele, renne ich jetzt nur so durch die Dungeons durch und es macht wirklich Spaß. Allerdings hat dieser Bild einen kleinen Nachteil. Und zwar, wir leveln oder beziehungsweise wir rennen so schnell durch die ganzen Dungeons durch, dass wir irgendwann mal vergessen zu looten. So, ab und an müssen wir tatsächlich mal ein bisschen zurücklaufen und die Sachen aufheben, wenn wir natürlich unser Inventar voll haben wollen, ja? Ich würde sagen, wir fangen wie immer mal mit dem Fertigkeitsbaum an. So, wir gehen einmal in den Fertigkeitenbaum rein. Upsa. So, wir fangen hier oben an. Wir machen einen kleinen Schnelldurchlauf. Und zwar, hier habe ich dann jeweils beim Sturmschlag 3 Punkte reingemacht, ja? Dann gehen wir hier runter. Dann habe ich hier 1 Punkt reingemacht bei Herz der Wildnis und hier 3 Punkte reingemacht, damit wir mit unserer Kernfähigkeit nochmal extra mehr Schaden machen, ja? Und zwar ist das unsere Kernfähigkeit, Zerfetzen. Das ist das A und O. Solltet ihr in den Affixen irgendwas mit Zerfetzen drin haben, ist es natürlich richtig, richtig nice. Macht es auf jeden Fall rein, denn je mehr wir mit Zerfetzen Schaden anrichten, desto besser. Ich habe hier natürlich 5 Punkte reingemacht. Der Rest kommt von den Affixen. Dann habe ich hier 1 Punkt reingemacht bei verbesserten Zerfetzen und dann hier bei urtümliches Zerfetzen. So, dann habe ich jetzt hier 3 Punkte reingemacht, Raubtierinstinkt, dann nochmal 2 Punkte hier reingemacht bei 10 Gänger. Das könntet ihr eventuell wegmachen und die Punkte woanders reinmachen, ja? Aber ich finde, diese Mobilität dieses Builds ist schon richtig, richtig nice und ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit ist schon nicht schlecht, denn der Druide ist relativ langsam unterwegs, ja? Und wir möchten halt unter anderem sehr schnell durch die ganzen Dungeons durchrennen. Und sollten wir Zerfetzen nicht nutzen können, dann sind wir ja so oder so am Laufen, ganz normal, ja, mit unseren Füßen. Und da ist Bewegungsgeschwindigkeit dann schon nicht schlecht. So, dann gehen wir hier runter. Das ist jetzt auch mal wieder was Neues und zwar ist das die Zyklonrüstung. Die Zyklonrüstung finde ich für diesen Bild auf jeden Fall besser, denn wir brauchen hier unter anderem die Naturmagie. Warum? Das erzähle ich euch natürlich gleich im Laufe des Videos. So, dann habe ich hier jeweils nochmal 1 Punkt reingemacht und dann gehen wir jetzt hier runter und zwar beim Blutgeheul. Blutgeheul ist schon nicht schlecht, ne? Blutgeheul sorgt unter anderem dafür, dass wir uns natürlich heilen, ja? Und dementsprechend kriegen wir dann auch nochmal Angriffsgeschwindigkeit. Also, ein kleiner Tipp, spammt so oft wie es geht immer und immer wieder Blutgeheul, ja? Denn mit euren Angriffen baut ihr eure Geisteskraft natürlich logischerweise mit auf. Und je schneller, desto besser. Sobald Blutgeheul aktiv ist, immer wieder spammen, Freunde. Vergesst das nicht. Das ist auf jeden Fall wichtig. Da habe ich hier jeweils 1 Punkt reingemacht, ja. Da gehen wir jetzt hier runter. Hier haben wir natürlich nichts. Und jetzt kommen wir hier hin. So, ich habe jetzt hier zum Beispiel nur 1 Punkt. Ich habe die Punkte rausgemacht, vorher hatte ich 3, ja, und dann habe ich diese Punkte hier reingemacht, beim Schnellverwandeln. Denn beim Schnellverwandeln kriegen wir dann natürlich in einer Verwandlungsfähigkeit nochmal extra 15% mehr Schaden. Das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Also ich finde, so wie es jetzt ist, richtig nice. Ich renne da nur noch mittlerweile durch. Aber wir kommen jetzt erstmal zu dem Punkt, bevor ich jetzt woanders anfange. Und zwar ist hier jetzt nur 1 Punkt drin. Ist halt leider ein Glückstreffer. Eure Sturmfertigkeiten verfügen über eine Chance von 10%, Gegner 1 Sekunde lang verwundbar zu machen. Klar, wenn wir jetzt hier Punkte reinmachen, ja, jeweils 2, dann wird aus 1 Sekunde 3 Sekunden. Müsst ihr für euch selbst entscheiden. Dann habe ich hier 3 Punkte reingemacht bei endloser Sturm. Erhöht die Dauer von Hurricane und Katalysmen. Hurricane ist natürlich in diesem Bild sehr, sehr wichtig. Und dazu kommen wir jetzt hier. Hier habe ich dann jeweils 1 Punkt reingemacht. Ja, hier habe ich 1 Punkt reingemacht und hier habe ich 1 Punkt reingemacht. Dann gehen wir jetzt hier runter und hier habe ich 1 Punkt reingemacht. Bei Nervengift müssen wir natürlich vergiftete Gegner werden um 8% verlangsamt. Und jetzt kommen wir hier hin zur toxischen Klaue. Kritische Treffer mit Werwolffähigkeiten verursachen im Verlauf von 4 Sekunden 23%
des Basisschadens als Giftschaden. Ja, Giftschaden ist für diesen Bild dann dementsprechend auch sehr wichtig. Dann hier vergiften. Vergiftete Gegner erleiden 30% zusätzlichen kritischen Trefferschaden. Ja, deswegen ist das eine richtig geile Kombination. Dann gehen wir jetzt hier runter. Wie ich gerade schon erwähnt habe, beim Schnellwandlung 3 Punkte reingemacht. Dementsprechend machen wir da natürlich 15% mehr Schaden, wenn wir ein Werwolf sind. Und wir sind natürlich ein Werwolf, wenn wir dann ordentlich mit Blutgeheul oder Zerfetzen dann direkt reingehen, unter anderem, ja. Dann hier 3 Punkte reingemacht, beziehungsweise hier ein paar Punkte reingemacht. So, Abwehrhaltung, wir brauchen natürlich auch ein klein bisschen defensiv, ja. Erhöht die Menge an Stählung, die ihr aus allen Quellen erhaltet, um 15%. Hier dann ebenfalls 3 Punkte reingemacht bei Entschlossenheit der Natur. Wenn ihr getroffen werdet, besteht eine Chance von 15%, Stählung in Höhe von 4% eures Basislebens zu erhalten. Und dann hier nochmal 2 Punkte reingemacht bei der Unabhängigkeit. Verringert die Dauer von Kontrollverlusteffekten um 6%, solange ihr mindestens 50% eures maximalen Lebens gestählt seid. Hier habe ich dann 1 Punkt reingemacht. Logisch, leider geht es nicht mehr. Wölfische Wildheit. Jeder 6. Treffer mit einer Werwolffähigkeit erzielt einen kritischen Treffer und verursacht 70% dann dementsprechend mehr Schaden. Ja, soweit, so gut. Ja, ich bin jetzt nicht direkt auf alles eingegangen, weil ich denke, es ist hier ein Endgame-Bild. Ja, der eine oder andere kennt schon die ein oder andere Fähigkeit. Daher lassen wir das Ganze mal so stehen. Und solltet ihr dennoch Informationen direkt brauchen, könnt ihr euch das ja ganz gerne mal dann durchlesen. Das war es jetzt dann erstmal. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Charakter. So, und wir fangen ganz oben einmal an. Und zwar bei dem Helm. Wir haben hier auf jeden Fall zwei einzigartige Items, ja. Einmal den Helm, ja, da habe ich extrem lange für gebraucht. Den habe ich, glaube ich, erst mit Level 88 gekriegt. Und jetzt vor kurzem im Livestream auf Twitch, da waren welche, die haben den schon mit 60, Mitte 60 ungefähr gekriegt. Und ich habe ihn tatsächlich erst extrem spät bekommen und habe mich dementsprechend umso mehr gefreut, dass er endlich da war. Denn es ist ein Game Changer für diesen Build. Denn unter anderem steht ja hier, eure Sturmfähigkeiten sind jetzt auch Werwolffähigkeiten. Das ist dann schon recht wichtig. Unter anderem auch unter Glückstreffer, Sturmfertigkeiten haben eine Chance von bis zu 18%, euch 4 Geisteskraft dann zu verleihen. Und das ist schon echt wichtig. Und somit können wir damit zerfetzen, dann wirklich nonstop überall durchrennen. Wir machen die ganze Zeit Blutgeheul automatisch mit an, wegen der Angriffsgeschwindigkeit. Und dementsprechend können wir nonstop die ganze Zeit unseren Skill gedrückt halten. Ja, und dementsprechend hüpfen wir von einem Punkt zum anderen, machen einen Gegner nach dem anderen platt. Daher ist das schon sehr, sehr wichtig, gerade für diesen Build, ja. Den zweiten Unique, was wir hier haben, ist halt der hier, zum Nebennamen Mond. Denn hier steht, erhaltet 2 Sekunden lang Verstohlenheit. Wenn ihr Gegner mit Zerfetzen tötet, wenn ihr verstohlen mit einem Angriff verlasst, erhaltet ihr Hinterhalt, wodurch 2,2 Sekunden lang kritische Treffer garantiert sind. Ihr könnt den natürlich auch auswechseln, diese Waffe, wenn ihr diese Waffe nicht habt. Dann ist es halt nicht so, dass ihr enorm heftigen Schaden anrichtet. Ja, das soll euch auf jeden Fall klar sein. Aber die Waffe könnt ihr fürs Erste erstmal changen. Hauptsache, ihr habt passende Affixe. Da solltet ihr drauf achten. Zum Beispiel hier sind coole Affixe drauf. Kritische Treffer Schaden. Schaden gegen Gegner in der Nähe. Schaden gegen verletzte Gegner. Und natürlich Leben beim Töten eines Gegners. Das solltet ihr ungefähr in diese Richtung schon haben. Denn es ist schon extrem wichtig. Alleine schon Leben beim Töten eines Gegners. Wenn ein Gegner hier umfällt, dann heilen wir uns dann automatisch dann nochmal extra hoch. Und gerade in Riesenmassen von den ganzen Nightmare Dungeons, ja, wo viele Gegner sind, ist dieser Affix natürlich recht nice. Und Crit brauchen wir gar nicht drüber reden, ist richtig wichtig. Schaden gegen Gegner in der Nähe, egal wo, wenn ihr das irgendwo drauf habt oder so, nehmt es ebenfalls mit rein, ja. Daher ist diese Waffe dann ebenfalls mit drin. So, dann gehen wir jetzt einmal oben dann direkt zur Brust. Bei der Brust habe ich dann folgenden Aspekt drin. Ihr erhaltet 10% Schadensreduktion, während ihr in einen Werwolf verwandelt seid. Die Affixe sind jetzt nicht perfekt. Ja, ich habe bis jetzt auch noch nichts Perfektes gefunden. Sie sind gut, ja, aber halt nicht perfekt. Und wie gesagt, solltet ihr
andere Affixe habt, was Richtung Crit geht oder Richtung Zerfetzen Plus geht oder Crit Chance geht oder Schaden gegen Gegner in der Nähe oder Schaden gegen vergiftete Gegner oder Schaden für Fertigkeiten des Types Werwolf, dann nimmt das auf jeden Fall mit rein und pumpt das dann dementsprechend hoch. Dann gehen wir jetzt zu den Handschuhen. Bei den Handschuhen als Aspekt habe ich dann drin, während ihr stürmt, sucht Zerfetzen nach vergifteten Gegnern in der Nähe und fügt ihnen sofort 94% des Giftschadens dann nochmal extra zu. Und das sorgt halt dafür, dass wir uns unter anderem auch die ganze Zeit hin und her teleportieren. Ja, das ist sowas von krank. Daher sollte das auf jeden Fall mit drin sein. Hier habe ich dann unter anderem auch plus 4 Ränge für Zerfetzen dann drin. Geschicklichkeit ganz gut, ebenfalls Willenkraft. Denn wir gucken einmal, Willenskraft sorgt halt dafür, dass wir mehr Fertigkeiten Schaden haben. Geschicklichkeit natürlich für unsere kritische Trefferchance. Meine jetzige Chance ist bei 39,2% und mein Crit-Schaden auf 137%. Es geht aber noch einen kleinen Ticken besser, ja? Und dementsprechend Intelligenz auch nicht schlecht, denn erhöht euren Widerstand gegen alle Schadensarten um 28,1% unter anderem, was dann auch noch sehr wichtig ist. Dann beim Höschen. Höschen, ganz normal, ihr haltet 4 Sekunden lang so und so viel höhere Rüstung, wenn ihr irgendeine Art von Schaden verursacht. Und das Ganze könnt ihr bis zu 50% nochmal extra stapeln. Das Ding ist auf jeden Fall ein Must-Have, solltet ihr auf jeden Fall drin haben, denn wir müssen halt mit diesem Bild unter anderem auch Richtung Tanky gehen. Gerade in höheren Dungeon-Bereichen von den Nightmare Dungeons, da sind die Gegner doch schon ein bisschen stärker und da sollten wir auf jeden Fall dieses drin haben. Je höher der Wert, desto besser natürlich, ja. Dann bei den Schuhen, ganz cool, solange ihr unaufhaltsam seid, sowie in den 4 Sekunden danach, erhaltet ihr 25% höhere Bewegungsgeschwindigkeit und könnt euch frei durch Gegner bewegen. Wenn wir uns die ganze Zeit hin und her teleportieren, in Anführungsstrichen, ja, können wir immer durch die Massen durchgehen und dementsprechend dann die ganzen vergifteten Gegner einzeln nochmal platt machen. Daher ist das schon sehr, sehr wichtig. Da brauche ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, das haben wir jetzt gerade schon gemacht. Dann gehen wir Richtung den Amulett. Hier ist dann drin, kritische Treffer mit Zerfetzen fügen dem Ziel und Gegnern in der Nähe 32% des verursachten Schadens als Blitzschaden auch nochmal zu. Zwecks Blitzschaden kommen wir später zum Paragonbaum. Da gibt es eine ganz coole Skillung, die wir dann dementsprechend nochmal mitnehmen können, damit noch mehr extra Schaden dann rauskommt. So, dann hier. Das Ding auch eigentlich sehr, sehr wichtig. Grizzly Zorn verwandelt euch jetzt in einen Todeswolf. Als Todeswolf erhaltet ihr 23% Bewegungsgeschwindigkeit anstatt Schadensreduktion und einen Bonus von 46% auf Geisteskostenreduktion. Zusätzlich werdet ihr beim Töten eines Gegners um 10% eures maximalen Lebens dann hier nochmal geheilt. Ja? Oh, was ich jetzt gerade nämlich vergessen habe, euch zu zeigen. So, steinigt mich bitte nicht. Natürlich habe ich hier bei Grizzly Zorn als ultimative Fähigkeit auch nochmal dann ein paar Punkte reingemacht. Ja, sorry, ich habe es vergessen. Und ja, weiter geht's. So, wo sind wir stehen geblieben? Hier bei Grizzly Zorn, genau. Und bei dem nächsten Ring, und zwar die Dauer von Grizzly Zorn erhöht sich um 5 Sekunden. Zusätzlich wird eure kritische Trefferschaden während der Dauer um 10% erhöht, wenn ihr kritische Treffer landet, während Grizzly Zorn aktiv ist. Also hier ist es echt wichtig, wenn ihr hier einen höheren Wert habt, ne? Also 5 ist Max, dann seid ihr auf jeden Fall safe, ist schon sehr, sehr wichtig. Hier habe ich dann einen Totem drin und ja, ich weiß, der Wert des Totems ist extrem schlecht, aber ich finde einfach keinen besseren. Allerdings ist hier Intelligenz drauf, Willenskraft drauf, Abklingzeitreduktion und natürlich auch wieder Leben beim Töten eines Gegners. Kritische Treffer mit Kernfähigkeiten erhöhen eure Angriffsgeschwindigkeit 5 Sekunden lang um 25%. Was schon ganz nice ist. Denn wir erinnern uns, je schneller wir natürlich Damage machen, desto schneller baut sich unter anderem unsere Geisteskraft auf. Ja, so, das war's erstmal jetzt hier mit dem ganzen Equipment. Und jetzt gehen wir einmal zum Geistersegen. Beim Hirsch habe ich den hier drin. Er leidet 10% reduzierten Schaden durch Elite-Gegner. Beim Adler habe ich Zorn der Vögel. Er haltet 30% kritischen Trefferschaden. Dann beim Wolf habe ich hier rechts genommen. Verlängert die Dauer ultimativer Fertigkeit um 25%. Denn Grizzly Zorn sorgt halt dafür, dass wir ordentlich Crit raushauen. Ja? Dann gehen wir Richtung Schlange.
Hier habe ich den vorletzten genommen. Kritische Treffer mit Verwandlungsfähigkeiten heilen euch um 3% eures maximalen Lebens. Hier werden wir nochmal die ganze Zeit hochgeheilt, wenn wir natürlich auch Crits machen. Und hier Ruhe vor dem Sturm. Naturmagie-Fertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 10%, die Abklingzeit eurer ultimativen Fertigkeit um 2 Sekunden zu reduzieren. Hier habe ich dann alles so ganz normal geskillt, was halt dann wichtig ist, diese Glyphe, und zwar territorial. Hier haben wir auch nochmal extra Schaden gegen Gegner in der Nähe, ja, unter anderem. Und wenn wir natürlich den Bonus haben, dann haben wir nochmal extra Schadensreduktion gegen Gegner in der Nähe. Ja, und dementsprechend können wir es dann in großen Massen sehr gut aushalten. Ja, dann habe ich hier das alles noch mitgenommen, den Antreiberknoten. Und dann sind wir zu diesem Board gegangen. Bei diesem Board handelt es sich um den legendären Knoten gestärkte Bosheit. Solange mindestens 3 vergiftete Gegner in der Nähe sind, verursacht ihr 45% mehr Schaden. Und wir verteilen nonstop die ganze Zeit Gift und dementsprechend verteilen wir dann hier logischerweise dann auch mehr Schaden. So, ich bin dann hier einmal so lang gegangen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Habe hier oben den noch mitgenommen. Und zwar toxischer Fluch. 20% Schaden gegen Gegner, die von vergiftet betroffen sind. Und natürlich Schaden des Typs Gift auch nochmal extra. Den habe ich hier dann ebenfalls auch nochmal mitgenommen, um nochmal mehr Schaden rauszuholen mit Gift. Bin ich hier so lang gegangen. Und hier haben wir dann eine Glyphe drin, und zwar Reißer und Klaue. Verleiht allen magischen Knoten in Reichweite einen Bonus von 114%. Ist schon mal richtig, richtig nice. Aber wenn wir uns das oben einmal ganz kurz angucken, haben wir nochmal zusätzlich in grün geschrieben 17,1% Schaden gegen Gegner, die von vergiftet betroffen sind. Dann haben wir noch weniger Schaden durch Gegner, die von vergiftet betroffen sind. Ja, hier haben wir nochmal extra Geschicklichkeit und Intelligenz. Unter anderem auch noch, wenn ihr in Gestalt eines Werwolfs oder Werbären seid, erleiden Ziele in der Nähe nochmal extra 12% mehr Schaden durch uns. Was schon ganz nice ist. So, dementsprechend ist das hier noch so drin. Ich habe hier ebenfalls nochmal den Knoten mitgenommen und hier auch den Knoten. Und dann bin ich hier schon zum nächsten Deck gegangen, ja. Das Deck unter anderem ist, glaube ich, so, wo haben wir den legendären Knoten, damit ich euch das direkt zeigen kann. Hier ist er. Und zwar ist das der vom Blitz getroffen Deck. Den habe ich halt gedreht, okay. Und hier gehe ich auf jeden Fall weiter, um erstmal zu gucken. Bin aber überlegen, ob ich eventuell doch umswitche, um hier mehr Crit rauszuholen. Da muss ich selbst nochmal ein bisschen rumgucken. Und ihr könnt da ebenfalls nochmal ganz gerne alles ausprobieren, ja. Hier ist unter anderem dann auch drin, weniger Schaden durch verwundbare Gegner, Willenskraft und 10% Schaden in folgender Gestalt, Werwolfsgestalt. Somit machen wir dann hier auch nochmal extra Damage und hier dann ebenfalls noch. Klar, hier kriegen wir natürlich jetzt nicht den Bonus, ne? Aber wichtig ist halt unter anderem, dass wir hier in Werwolfsgestalt nochmal zusätzlich Damage raushauen. Ich habe hier diese Glyphe drin, und zwar die Werwolf-Glyphe. Die gibt uns 45,1% Schaden in folgender Gestalt, und zwar in der Werwolf-Gestalt. Werwolf-Gestalt erhaltet ihr dann dementsprechend auch nochmal 10% Schadensreduktion. Dann gehen wir jetzt hier runter zum nächsten Board. Hier geht es dann links. Und zwar ist es dieses Board, Lust auf Gemetzel. Ja, ich habe den passend gedreht, damit ich hier so durch kann. Dann bin ich hier runtergegangen. Auf jeden Fall Angriffsgeschwindigkeit nochmal erhöht. Hier kriegen wir nochmal mehr Geisteskraft, ja, damit wir wirklich alles durchspammen können. Da bin ich hier so einmal komplett lang gegangen. Hier haben wir nochmal extra Heilung. Ja, auch schon nicht schlecht. Und dementsprechend auch noch ein bisschen Intelligenz. Hier nochmal extra Heilung. Und hier habe ich dann diese Glyphe reingemacht. Erde und Himmel. Denn verleiht allen magischen Knoten in Reichweite einen Bonus von 132%. Und hier haben wir auf jeden Fall echt coole magische Knoten dabei. Unter anderem auch natürlich Schaden für Fertigkeiten des Typs Werwolf. Hier dann auch nochmal Schaden für Fertigkeiten des Typs Werwolf. Hier kriegen wir nochmal mehr Willenskraft mit drauf. Und dementsprechend haben wir dann hier auch nochmal einen super Bonus. Und zwar Naturmagie-Fähigkeiten fügen Gegnern 10% mehr Schaden zu, die unter Kontrollverlusteffekten leiden oder verwundbar sind. Dann bin ich hier einmal runtergegangen und habe dann direkt den legendären Knoten mitgenommen. Kritische Treffer mit Werwolf-Fertigkeiten stellen hier dann nochmal 2 Geisteskraft wieder her. Also machen wir mit Zerfetzen die ganze Zeit Crit oder so. Dann kriegen wir dementsprechend auch nochmal mehr Geisteskraft. So, dann bin ich hier hochgegangen zum nächsten Board. Und dieses Board hat diesen Knoten eingehende Ranken. Den habe ich jetzt nicht direkt mitgenommen. Mir war es halt wichtig, dass ich hier lang gegangen bin. Warum? Dazu komme ich jetzt. Und zwar, hier haben wir nochmal extra mehr Leben. Hier kriegen wir nochmal eher mehr Willenskraft mit rein. Und hier habe ich dann diese Glyphe damit drin.
Schaden gegen verwundbare Ziele. Und zwar ist das natürlich die Ausbeuteglyphe, ja. Für je 5 in Reichweite erworbene Geschicklichkeitspunkte fügt ihr verwundbaren Gegnern 3,1% normal Schaden zu. Und dann bin ich hier so lang gegangen und dann bin ich in dieses Board reingegangen. Und zwar Führung der Ahnen. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Das solltet ihr unbedingt mitmachen, ja. Solltet ihr eins von diesen Boards noch nicht haben oder solltet ihr noch nicht so viele Paragon-Punkte haben oder so, dann lasst zum Beispiel dieses Board hier erstmal weg. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr dieses Board mit reinnehmt. Das ist extrem wichtig, Freunde. Denn wenn ihr 75 Geisteskraft verbraucht, verursachen wir dann 5 Sekunden lang nochmal extra 30% mehr Schaden. Okay? Und wenn wir jetzt hier nochmal hingehen, hier haben wir nochmal extra mehr Geisteskraft etc. pp., was uns dementsprechend hier dann auch nochmal ein bisschen pushen wird. So weit, so gut, Freunde. Und das war's dann auch jetzt schon mit diesem Druidenbild. Ich hoffe, ich konnte euch soweit helfen. Ich wünsche euch maximalen Spaß mit diesem Bild. Und solltet ihr eventuell Interesse an einer Community haben, dann joint doch mal direkt unseren Discord-Server. Ja, das wäre richtig nice von euch. Oder folgt mir auf Twitch. Und ein Follow hier auf YouTube wäre natürlich auch richtig nice von euch. Und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich würde auch schon sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Fregesz TV ist raus. Ciao, ciao.